Hallo Freunde des gepflegten Offroads, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Kurz vorher aber noch möchte ich darauf hinweisen, dass ich in diesem Video einen Satz eingebaut habe, der schlussendlich dazu führt, dass man dieses Werkzeug, den sogenannten Horst, gewinnen kann. Für die, die es noch nicht wissen, den Horst benutzt man dafür, um Radlager von diversen Polaris-Fahrzeugen, da er sich im Ring hier eine Öffnung befindet, im Innenring, abzuschmieren. Man führt den eigentlich praktisch nur hier rein und setzt hier oben seine Fettspritze drauf und presst den vorsichtig, nicht mit zu viel Kraft, vorsichtig Fett rein in das Lager, bis es hier an den Seiten wieder rauskommt. Ja, dafür ist dieser Horst da. Ja, und wie gesagt, den möchte ich verlosen. Wer das Video aufmerksam schaut und den richtigen Satz herausfindet, der schreibt mir diesen, ich werde da unten meine E-Mail-Adresse verlinken, schreibt mir diesen Satz, schickt ihn mir zu und dann werdet ihr mittels Auslosverfahren, wird der Gewinner gezogen. Ja, also, wer Bock hat auf das Werkzeug Horst, kann jetzt mitmachen und hat die Chance zu gewinnen. Ansonsten viel Spaß bei dem Video und toi toi toi. Das machen wir alle, ja ja. Ja ja. So Freunde, hier war die Teerstraße zu Ende, hier seht ihr das. Ja, plötzlich unerwartet. Seilwinde. Es ist aber immer noch nicht diese Stelle, die wir suchen. Es wird noch eine Weile dauern, glaube ich. Hey, Boris. Kurze Hose und ohne Sachen. Ja, hallo. Safety first. Für die Versicherung haben wir alles aufgenommen. Ja, ja. Der nächste Werkstatttermin bei Rudi von Quattrotec ist gesichert. Dreckflatschen. So,
jetzt kommt wieder Rudi von Quattrotec. Anton! Ohne Allrad! Los, Rudi! Ohne Allrad! Der hat so viel Schlamm schon in den Rädern, dass ich überhaupt durchkomme. Ich bin gespannt. Ja. Ihr habt es ja gesehen, der hat ihn schon festgesteckt. Hat er doch Allrad da? Fest. Anton, da warst du gestern auch plötzlich halt. Ja, ja, die da irgendwo auf, ja. So ein Stumm oder so. Zu steil? Der Hang zu steil da oder was? Nee, ist nicht wirklich steil, aber er hat so eine komische Kante. Ach so. Thank you.
macht die einen Salto, oder? Hör auf! Scheiß, die Viecher beißen mich hier. Ja, ja. Die Pferdebremsen sind ja wie verrückt. Erzählt, glaube ich, ja. Ja. Weil der einmal irgendwie runtergegangen über den Lenker gegangen ist. Ja, verständlich. Weil da hat der Angst auf den. Ja. Ja, gestern ist da habe ich auch schon gemerkt, aber. So, Freunde, mal so für euch als Überblick: Das ist ja kein Weg. Die sind ja gerade frisch durch und die haben sich festgerammelt, weil die natürlich auf Moor- und Sumpfgebiet ist. Mal gucken, wer da festhängt. Antrieb. Antriebswelle ist Schrott. Das haben wir gehört eben. Lass mal kurz locker. Mal locker, locker. Na, vorne rechts, ja, weil er wirklich hat die lenkt. Und dadurch Antriebswelle knackse kriegt. Also Leute, hier, wir stehen hier wirklich mitten im Morast, ne? Also hier, ne? Hier ist sumpfiges Gebiet und so ist das hier in Polen. Also hier ist wirklich, darf ich das sagen, hartes Hardcore. Ja, hartes Hardcore, ne, ist klar. Hardcore Offroad, so. Wird ein Schuh draus. Also wenn ihr hierher fahrt und wollt diesen Spaß auch haben, nehmt eine Antriebswelle mit. Hat nur noch aber welche bei. Alles gut. Achso. Kevin, mach vorsichtig, Junge. Mach vorsichtig. Nicht, dass dir noch was passiert. Wohin wollt ihr? Halt hier. Na da. Wollt ihr jetzt schieben, ja, ne? Naja. Macht schon Lupe runter, ja, ja. Ja, ganz einfach unten und warten da hinten auf die nächsten. So, der nächste. Du nicht? Wer will als nächstes? Warum bleiben die nicht da? Warum bleibt ihr denn nicht da hinten und wartet auf die anderen? So, Sonja, gib mal ein Statement ab. Wie gefällt dir das hier? Das ist sehr geil hier. Ja? Ja, ist super. Gibt es besondere Highlights, die du hervorheben möchtest? Besonders viel Matsch. Ja.
schöne Seen, ja. Ja, wo man viel Spaß haben kann, ne? Sehr schön. Allerdings ist es ein bisschen zu trocken ansonsten. Okay. Ja. Lisa, du noch was zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Gut, du schließt dich wahrscheinlich der Meinung deiner Mama an. Ja, ist auch besser so. Gut, dankeschön. Statement, dann gibt es Statement. Ja, ich weiß, wo wir hin sollen, ne? Ja, okay. Und weiter, was sagst du zu dem Offroad-Park hier? Gutes Gelände, sage ich. Gefällt dir? Gefällt mir. Also Anton macht den Anführer, alles Katastrophe. Ja, wenn Anton führt, dann macht Rudi da. Rudi! Rudi macht Schlammband schon wieder. Hey. Da! Da! Oh, hier die Welle, guck dir die Welle an! Yeah!